Was machst du mit Adam? Oh. Falscher Knopf. Moment, ich muss nochmal anfangen. Was machst du mit Adam? Adam hat ein paar Papiere gesucht und wir kamen ins Gespräch. Wir unterhalten uns, Tom. Reine Unterhaltung. Ich möchte mich auch mit dir unterhalten. Als Brüder. Als Brüder. Warum denn jetzt als Brüder? Heißt das nicht so Unterbrüder oder so? Wieso denn als Brüder? Punkt, Punkt, Punkt. Kein Interesse. Wir unterhalten uns, wenn du dich geändert hast. Kein Interesse. Wir unterhalten, wenn du dich geändert hast. Also eigentlich... Eigentlich müsste ich diese Antwort hier nehmen, weil er hat sich ja ziemlich verändert. Wir lassen nochmal Revue passieren. Adam hat Tom zurückgeholt von Europa nach New York geholt, damit er sein Restaurant mitführt, quasi. Also er als Chefkoch und Adam ist der Geschäftsführer. So, aber Adam will das Restaurant verkaufen. Davon wusste Tom aber nichts. Ja, und hat ihm halt hinterrücks quasi in den Rücken gestochen, ja, mit der Aussage, dass seine neue Freundin oder neue alte Freundin, ja, oder wie hier unsere Kommentarschreiberin Jessica sagt, der Farbtopf, ja, sehr witzig, aber die scheinen jetzt auch irgendwie Interesse füreinander zu haben oder wie in alten Zeiten. Was ist da los? Man weiß es nicht. Wir werden es vielleicht heute ein bisschen erfahren. Und ich werde jetzt nicht sagen, oh, ich habe kein Interesse. Ich werde erst sagen, wir unterhalten uns, wenn du dich geändert hast. Vielleicht unterhalten wir uns, wenn du dich verändert hast. Was meinst du? Du machst dich lächerlich, Tom. Adam, du bist... Hä? Das bist nicht du. Du verhältst dich wie Papa. Warum kommst du jetzt darauf zurück? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Ich lasse euch alleine. Das ist eine gute Idee, Jesse. Das ist die beste Idee, die du je machen kannst. Dich einfach raushalten. Das ist eine Sache zwischen Brüdern. Geh einfach. Tschüss. Siehst du nicht... Er will uns auseinanderbringen. Deshalb verkauft er das Restaurant. Nur um uns zu ändern, das ergibt Sinn. Ich würde jetzt gerade sagen, das ergibt keinen Sinn. Nur um uns zu ärgern, das ergibt Sinn. Natürlich, klar. Wir ärgern uns und er reißt das Restaurant auseinander. Papa hasst alles, was mit Opa zu tun hat. Das weißt du. Wir haben eine dunkle Vergangenheit, Adam. Oh, komm auf die dunkle Seite. Was? Warum? Ich will nicht dahin. Ich bin ein guter Mensch. Also ich bin ein guter Mensch. Aber Adam vielleicht nicht mehr. Vielleicht hat er sich gerade auf die dunkle Seite geschlagen. Luke, du musst dich auf unsere Seite ziehen. Okay, das ist eine andere Geschichte. Sorry, ich musste da gerade mal... das ist... Was geht hier gerade ab, sag mal? Ich bin hier gerade im Star Wars-Universum, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht genau. Ich dachte, du hast mich zum Vergessen in Sweet Johnny. Was? Ich dachte, du hast mich zum Vergessen in Sweet Johnny? Das ergibt gar keinen Sinn. Ich habe dich geholt, weil du ein guter Koch bist. Genau, richtig. Und deshalb verkauft er das wie Johnnys. Du lernst also deine Rolle in seinem Unternehmen schnell. Ja, ja. Ich dachte, du könntest dich ändern. Tom, hör auf. Nein, Moment, ich muss das anders sagen. Entschuldigung. Tom, hör auf, meine Rolle in Frage zu stellen und hör mir zu. Hä? Warum?
Du merkst doch gerade, dass Tom gar nicht mit dir reden will. Guck mal, wie die alle gucken, ey. Die sind voll aggro gerade. Und ich bin auch recht aggro, ja. Du und ich haben uns nichts mehr zu sagen, Adam. Warum kommt am Ende nochmal Adam, wenn er sagt, du und ich haben uns nichts mehr zu sagen? Punkt. Wow. Das war krass. Was haben du und Adam zusammen gemacht? Oh. Wir waren nicht zusammen. Wir haben geredet. Er sagte, dein Vater habe den Verkauf bereits abgewickelt. Bereits abgewickelt. Ah. Heißt das jetzt so? Also, ich meine, mein Deutsch ist ja auch manchmal nicht so in den Kommentaren so gut, sage ich jetzt mal. Aber das Deutsch ist ja mal richtig, ich habe gerade hier, mein Kopf platzt gerade, puh. Oh, ich kann nicht mehr weitermachen, tut mir leid, Ja, er sagte, dein Vater habe den Verkauf bereits abgewickelt. Also er hat dem Verkauf bereits zugestimmt oder was, oder abgewickelt oder schon ins Rollen gebracht, keine Ahnung. Verteidigst du ihn? Nein, ich sage dir nur, was er mir gesagt hat. Nur das? Es ist nichts anderes passiert. Was ist denn heute mit meinem Deutsch los, Mann? Nur das? Es ist nichts anderes passiert? Moment, das ist doch nicht dein Ernst. Das sind ja total belanglose Sachen, was er erzählt hat. Das ist alles. Ich hasse es, dass er dich damit reinzieht. Sollte er wieder auftauchen, sprich nicht mit ihm. Oh Gott, das ist aber jetzt nicht fair. Ich spreche gern mit jedem, ja? Also sag du mir nicht, mit wem ich reden soll, ja? Und außerdem sind wir auch nicht zusammen. Denk dran. So. Ich mag es nicht, wenn du mich kontrollierst oder ausfragst. Ha! Habe ich das nicht gerade auch schon gesagt? Naja, gut. Ich bin erwachsen und tue, was ich will. Richtige Antwort. Tut mir leid. Mein Bruder macht mich einfach verrückt. Ich glaube, er macht sich selber gerade verrückt oder so. Ich weiß nicht genau. Ich habe da so eine Ahnung. Offensichtlich. Aber ich hasse Eifersucht. Ja, das hasst Linda auch. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe einen Fehler gemacht. Wirst du mir verzeihen? Du verträgst dich wieder mit ihm. Du bist immer noch sauer. Also eigentlich kann ich nicht nachtragend sein bei solchen Sachen. Aber Tom ist irgendwie ganz komisch. Der verändert sich auch gerade so in meinen Augen. Irgendwie verändert sich alles hier gerade. Okay, aber nur dieses eine Mal. Ich verspreche dir, es wird nicht wieder vorkommen. Ich will nichts tun, was unsere Beziehung zerstört. Wieso Beziehung? Wir haben doch noch gar keine. Was? Das habe ich nicht so gemeint. Oh Gott, ich hätte vielleicht das andere nehmen sollen. Tja, ich sehe jetzt schon die Kommentare. Jo, da freue ich mich. Oh Gott. Sorry. Verschwenden wir keine Zeit mehr mit meinem Bruder. Naja, ich glaube, der wird bestimmt noch öfters vorbeischauen. Die Hot Cuisine Jury haben nicht. Wir haben noch 2 Wochen. Es gibt noch etwas, das ich noch nicht ausprobiert habe. Was denn? Vertrau mir. Ich mag keine Geheimnisse. Besonders nicht in meiner Küche. Oh oh. Ich komme direkt auf den Punkt. Du wirst sehen. Alles klar. Wir müssen über das Sweet Johnny reden. Hören Sie mir bitte zu. Ist sie jetzt bei dem Vater von denen? Oder ist sie jetzt bei diesen, bei Cleve,
Der Tester, der Restaurant-Tester. Ich könnte ja auch sagen, bei Herrn Rach, der Restaurant-Tester. Der kommt dann in die Küche und dann, na egal, das ist eine andere Geschichte. Wir müssen reden. Bitte hören Sie mir zu. Bitte, bitte, bitte hören Sie mir zu, ja? Irgendwie sieht der so. Ist das nicht der Vater oder ist das der Cleve? Dir? Ich weiß nicht mal, was du in der Küche machst. Ich bin Toms rechte Hand in der Küche. Ich bin Mary Jones Enkelin. Vielleicht erinnern sie sich. Du bist Marys Enkelin? Ja. Jetzt, da ich genauer hinsehe, Mary Joan, den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Seit meiner Kindheit höre ich Geschichten über Sweet Johnny. Dank ihr bin ich hier. Bist du deswegen hier, um die Vergangenheit aufzuwühlen? Ich bin gekommen, um sie zu bitten, den Verkauf zu überdenken. Also doch, der Fadi. Das steht nicht zur Diskussion. Der Verkauf wird stattfinden. Das Wolkenkratzer-Projekt wurde bereits genehmigt. Hä? Das Sweet Johnny soll weichen, da soll ein Wolkenkratzer hin? Ist der Typ jetzt durchgedreht? Oder sehe ich das verkehrt? Das Wolkenkratzer-Projekt wurde bereits genehmigt. Hä? Ein Wolkenkratzer? Ja, das gucke ich auch gerade. Wusstest du das nicht? Nun, jetzt weißt du es. Wir werden das Restaurant schließen und abreißen. Jetzt geh. Du hast zu viel von meiner Zeit verschwendet. Nein, ich muss etwas sagen. Ich muss es aufhalten. Oh nein! Sam wird begreifen, dass du nicht so schnell aufgibst. Also ganz ehrlich, wir werden eine andere Lösung finden müssen. Ich werde das nicht machen. Keine Ahnung. Der Typ lässt sich sowieso nicht mit sich reden. Wenn wir die jetzt wählen und wir sagen irgendeinen Satz, der ihn umstimmt oder was auch immer, keine Ahnung, dann können wir auch andere Wege wählen und dann kommen wir trotzdem zum Ziel. Ist ja meistens so. Manchmal schließt sich der Kreis, auch wenn man diese Antworten nicht immer nimmt. Deswegen gehe ich weg. Ich kann ihre Meinung nicht ändern, oder? Ich bin froh, dass du das bemerkt hast. Es war ein Fehler, hierher zu kommen. Jesse? Was ist los mit dir? Wusstest du, dass hier ein Wolkenkratzer gebaut werden wird? Ja? Tut mir leid. Wir können nichts tun. Ich habe es dir gesagt. Oh, du bist es, Adam. Ich dachte, die lächerliche Köchin wäre wieder da. Jessie, sie war hier. Ja, sie kam mit beredigten und billigen Argumenten zu mir. Aber das wird sie nicht noch einmal machen. Tja, oh nein, der Typ, ey. Watson, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Ihn beobachten. Der wird sehr, sehr wichtig wahrscheinlich. Denn der Typ arbeitet jetzt bei der Konkurrenz. Und er ist immer derjenige, der hier neue Gerichte ausprobiert. Und der soll angeblich, sorry, wenn ich das so sagen muss, Sie ausspionieren, damit er gucken kann, welche Gerichte hier im Sweet Johnny's sind, damit er die nachkochen kann. Weiß der Bescheid, ne? Also genau aufpassen. Für mich? Es ist eine Es ist eine Magnoliopsida Rosidae oder keine Ahnung.
Aus der Familie der Rosen. Ich liebe Rosen. Ich bin froh, dass sie dir gefallen. Ich kenne mich mit solchen Sprechen aus. Für mich war es schon wieder ein Fremdwort. Ich mag sie sehr gerne. Blumen. Central Park. Wie im Film. Skaten im Rockefeller Center. Küssen auf der Brooklyn Bridge. Wirst du mich durch den Flughafen jagen, wenn ich gehe? Ich hoffe, dass ich das nicht tun muss. Du bist besser gelaunt. Geht es dir in deinem neuen Job besser? Ja, alles kommt etwas zur Ruhe. Bitte was? Fragst ihn, was er getan hat. Du wirst romantisch. Nee, ich frage ihn, was er getan hat, weil ich möchte... Tut mir leid, ich muss das jetzt wissen. Großartig. Was hast du getan? Nichts Besonderes. Anstrengung und harte Arbeit. Oh, tut mir leid. Ich habe die romantische Atmosphäre ruiniert. Manchmal entwickelt mein großer Mund ein Eigenleben. Ja, das glaube ich auch. Keine Sorge, alles okay. Was? Ja, ja. Ich hoffe nicht, dass er sie wieder ausspioniert wegen irgendwelchen Sachen. Ich finde sowas kacke. Ich fasse es nicht, dass sie einen Wolkenkratzer bauen werden. Mein Vater will unsere Vergangenheit auszulöschen. Er ist verrückt. Er hat mir gesagt, dass wir nichts tun können. Ich kann nicht glauben, dass du mit ihm gesprochen hast. Wie auch immer, ich habe ihm nicht die Stirn geboten. Ja, ich hätte es tun können, aber dann, ja. Ich habe wie ein Idiot den Schwanz eingezogen. Aber du hast doch gar... Na egal, ist eine andere Geschichte. So, Geh nicht mehr in seine Nähe. Ich will nicht, dass du verletzt wirst. Ich weiß, wovon ich rede. Tut mir leid, es war ein Impuls. Werde ich nicht noch einmal tun. Ja, hoffentlich. Danke, dass du dich um mich sorgst. Ich will nicht, dass dir jemand wehtut. Meine Schöne. Meine Schöne auch noch. Jetzt wird er romantisch hier. Was ist denn da los? Ja. Ich arbeite den ganzen Tag und die zwei sind am Kuscheln. Was, wenn wir den Stern nicht bekommen? Gib nicht auf, Tom. Uns fällt schon was ein. Wie kannst du so optimistisch sein? Es ist inspirierend. Ja? Gut, dass du gekommen bist. Um deinen Kopf frei zu bekommen. Verstehe ich nicht. Habe früher gerne mit meinem Papa gearbeitet. Und jetzt? Mein Vater und Tom streiten sich und ich stehe in der Mitte. Ich wollte ihnen helfen, habe am Ende gegen alle gekämpft. Du kannst nicht mit jedem gut klarkommen, Adam. Du bist ein guter Mann. Du tust, was du kannst. Ich könnte mehr tun. Einstehen für das, was mir wichtig ist. Patrick, ich brauche einen Gefallen. Hast du ein paar Kontakte? Was für Kontakte? Oh oh. Am Ende waren alle diese Änderungen der Speisekarte umsonst. Es geht uns besser. Aber wir konnten die Schließung nicht verhindern. Ich glaube,
Tom umgibt sich mit den falschen Leuten. Was soll das heißen? Das Old South hat eine unserer Ideen gestohlen. Was? Wovon redest du? Ich bin mir sicher, dass es Anton war. Sie haben gebratene Ente auf ihre Speisekarte gesetzt. Ah, okay. Wie ist das möglich? Oh nein. Das ist kein Zufall. Jemand aus diesem Team hat Anton Informationen zugespielt. Ja, und wir wissen alle, wer es war, oder? Watson, haben Sie aufgepasst? Was? Was? Ja, okay. Wir wissen alle, wer es war. Es kann nur Emily sein. Oh nein. Die einzige, die noch mit ihm Kontakt hat, ist Jane. Nein. Nicht Jane. Du hast immer noch Kontakt zu Anton, nicht wahr, Jane? Du vertraust mir nicht. Ich bin der Sous-Chef dieses Restaurants. Es wäre nicht das erste Mal. Was meinst du damit? Die Köchin hat mir gesagt, dass sie das einmal getan hätte. Es ist Zeit, Jane zu enttarnen. Ja, sie auf subtile Weise. Nee, ich konfrontiere sie nur. Jane hat Dinge getan, von denen du nichts weißt, Tom. Sie ruinierte die Soße, die ich am ersten Tag gemacht hatte. Und sie hat der Konkurrenz ein Rezept zugesteckt. Und dafür wurde dann ich verantwortlich gemacht. Du hast uns schon mal verraten. Und sicherlich jetzt auch. Ich halt's nicht aus. Ich gebe mein Bestes und werde beschuldigt. Ich war es nicht, Tom. Ich bin unschuldig. Jesse wollte mich schon immer aus der Küche haben. Ja, krieg dich. Keine Sorge, Jane. Ich bin nicht wie du. Ja, aber das ist jetzt ein bisschen kacke gelaufen. Das war nicht Jane. Diesmal war es nicht Jane, leider. Also auch wenn ich es gerne wollen würde, dass sie es war, aber sie war es nicht. Wir wissen alle, wer es war. Es war Emily. Weil sie sich immer noch mit Anton rumtrifft. Ach, Alter, ist doch nicht dein Ernst, ey. Sowas ist doch wieder kacke. Naja. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Ausgabe zu Journeys interaktiven Serie. Und zwar zu Rezept für die Liebe. Ich bin damit raus. Haut rein, bis denn und ciao.